Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, ich darf Sie zur Fortsetzung der Poetikdozentur Literatur und Religion im neuen Jahr ganz herzlich begrüßen. Nachdem in diesem Semester uns zunächst Michael Köhlmeier in die Welt der Märchen entführt hat, dann Andreas Meyer eine biografisch gefärbte Vermessung des Feldes zwischen Gläubigen, Suchenden und Nichtgläubigen vorgenommen hat, wird heute die Berliner Schriftstellerin Marion Poschmann, die ich aus diesem Anlass ganz herzlich in unserer Mitte begrüßen möchte, über Figuren des Unaussprechlichen sprechen. Sie stammt aus Mülheim an der Ruhr, jener Region, die noch vor wenigen Jahren für rauchende Schlote, Zechen und Eisenhütten bekannt war, inzwischen aber einen ziemlichen Transformationsprozess durchlaufen hat. Marion Poschmann hat Germanistik, Philosophie und Slawistik in Bonn und Berlin studiert. Sie hat eine Zeit lang als Lehrerin in einem deutsch-polnischen Grundschulprojekt gearbeitet. Sie lebt heute, wie schon erwähnt, als freie Schriftstellerin in Berlin. Für ihr Werk hat sie so viele Auszeichnungen und Preise erhalten, dass es zu weit führen würde, diese hier alle aufzuzählen. Ich will nur erwähnen, dass sie im vergangenen Jahr in die Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung berufen worden ist. Nun der Versuch, ein paar präludierende Vorbemerkungen zu machen. Reliquien sind Hinterlassenschaften, die an einen Abwesenden erinnern. Sie sind Dinge, die nicht nur Dinge sind. Der andere, der nicht mehr da ist, hat sie berührt. So treten die Hinterbliebenen mit dem Abwesenden immer dann in Berührung, wenn sie die Dinge berühren, die diese berührt hat. Das Ding hat die Macht, den Abwesenden gegenwärtig zu machen, mit dem paradoxen Effekt, dass der, der nicht da ist, für einen Augenblick doch da ist. Auch Gedichte können diesen paradoxen Effekt hervorrufen und Abwesendes anwesend machen. Sie können im poetischen Imaginationsraum Bilder heraufbeschwören, die etwas gegenwärtig machen, was vorher nicht da war. Sie können an etwas erinnern, was vom Vergessen bedroht ist. In den Gedichten von Marion Poschmann gibt es solche Erinnerungsorte, die Abwesendes in die Präsenz rufen und Verschüttetes freilegen. Im 2016 erschienenen Band Geliehene Landschaften widmet die Autorin ihre Aufmerksamkeit Gartenanlagen und Parks an unterschiedlichen Orten der Welt. Von Kaliningrad, wo der Magier des Nordens Johann Georg Hamann, aber auch der Königsberger Philosoph und Aufklärer Kant zu Hause waren, reichen die topografischen Stationen über den Lunapark Coney Island in den USA bis nach Kyoto und Matsushima, wo Marion Poschmann auf den Spuren des japanischen Dichters Basho den Park des verlorenen Mondscheins aufsucht. Meint Coney Island, heißt es in dem Gedicht Wonder Wheel, dass die Zerstörung des gleichnamigen Lunaparks durch den Hurrikan Sandy festhält und, getrieben vom stromenden Schlick des Erinnerns, eindrückliche Bilder wachruft. Ich zitiere die Autorin: Bilder evozieren etwas Abwesendes, sind aber auch als Bild präsent. Diese Doppelfunktion spielt beim Schreiben eine besondere Rolle, da das Bild nicht auf dem Papier, sondern erst im Geist des Lesenden entsteht. Soweit das Zitat. Bevor es im Geist des Lesenden entsteht, wird es im Geist der Autorin entstanden sein, die dafür eine Sprache, und was für eine Sprache, gefunden hat. Marion Poschmann hat ein Auge für Landschaften, für Bäume und Wälder, für Flüsse und Seen und vor allem für das Licht, in dem diese Landschaften aufscheinen.
So kann das Gedicht selbst in eine Landschaft verwandelt werden. Landschaft, o Sprachpanorama des Logos Creator. Landschaft halbierte in Vorder- und Rückseite, wie der Raum nachgibt und Dinge hervorlockt. Dauerwald, Freiflächen, Vormals und Jetzt. Das Vormals als Tiefenschicht der Gegenwart kann im Jetzt verblassen, ja, unsichtbar werden. Schön gestaltete Parkanlagen treten an die Stelle von Gräberfeldern. Vielleicht kann die Aufdeckung der Tiefenschicht im Sinne einer poetischen Archäologie gelesen werden, wenn es im Gedicht Knochen, ebenfalls aus den geliehenen Landschaften, heißt: Tonnen von Knochen liegen begraben unter dem Rasen. Blüht auf und sprecht Sprachen. Und das Gedicht endet mit lautmalerischer Kraft: Rede, Park, rede nur, dass ich dich sehe. Besprich die Relikte, Reliquien. Rede von deinen Raketenreisen ins Jenseits, von Kriegerdenkmälern, die sich mit roten Tulpen umgeben, mit Siegen und Seufzen und mit einer brunnendurchflossenen Gegenwart. Hier wandeln jene, die tot sein werden. Marion Poschmann hat zuletzt nicht nur die beiden Lyrikbände Geisterseen und Geliehene Landschaften im Surkamp Verlag veröffentlicht. Sie können sie übrigens nach der Vorlesung, wenn Sie es nicht schon getan haben, dort am Büchertisch auch erwerben und nachher von der Autorin signieren lassen. Sie ist auch eine vielgelesene Romanautorin, die im selben Verlag 2013 den Roman Die Sonnenposition und im vergangenen Jahr Die Kieferninseln publiziert hat. Beide Bücher haben es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Der dritte Roman, ich bin gewiss, wird den Preis gewinnen. Wir drücken zumindest die Daumen. Jetzt wäre ich versucht, über die Kieferninseln, die wir im Seminar gemeinsam gelesen und diskutiert haben, noch einiges zu sagen. Ich will mir das verkneifen und nur zum Schluss noch kurz präludierend auf den Titel eingehen. Es wird ja von den Figuren des Unaussprechlichen die Rede sein. Also wie kann man eigentlich von dem sprechen, was sich der Sprache entzieht? Das Unaussprechliche ist, wenn man so will, das Andere der Sprache. Das Unaussprechliche kann angesprochen, vielleicht als Fenster zur Transzendenz angedeutet, nicht aber direkt ausgesprochen werden. Es ist, wenn man so will, das Mitlaufende der Sprache, der Subtext, der das Gesagte anreichert. Auch in der Theologie gibt es die Frage, wie das unbegreifliche Geheimnis in menschlichen Begriffen ausgesagt werden kann, ohne dass man sich an diesem Geheimnis vergreift. Si comprehendis, non est Deus, lautet die bekannte Warnung des heiligen Augustinus. Also wenn du begriffen hast, ist es alles, nur nicht Gott. Vielleicht ein Begriffsidol oder eine Kennmarke im akademischen Diskurs. Aber was, wenn sich das Unbegreifliche zeigt, wenn sich der Unerkennbare zu erkennen gibt, wenn er Menschen ergreift, sie staunen lässt, ihre Existenz umstülpt wie einen Handschuh? Vor der Theologie ist das Staunen und Stammeln der Versuch, dem Antwort zu geben, und vielleicht gibt es eine Verwandtschaft zwischen Gebet und Gedicht. So jedenfalls kann auch die Dichtung die Frage aufwerfen, wie das Schöne, das Erhabene, das einen überwältigt und alle Begriffe übersteigt, zur Sprache gebracht werden kann. Ja, wie die flüchtige Impression einer Landschaft im Nebel, die an Vergänglichkeit vielleicht denken lässt, poetisch eingefangen werden kann. Es gibt das Unaussprechliche, dies zeigt sich, es ist das Mystische, handelt ein viel zitiertes Diktum Wittgensteins. In welchen Figuren nun vom Unaussprechlichen gesprochen werden kann, diese Frage will ich jetzt selber nicht mehr zu beantworten versuchen, sondern Marion Poschmann bitten, uns eine Antwort auf diese gewiss nicht einfache Frage vorzulegen. Ich darf Sie herzlich bitten, hochzukommen. Ja, guten Abend, vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Einführung. Verehrte Damen und Herren,
über das Unaussprechliche sprechen zu wollen, wie ich es mir hier vorgenommen habe, ist eine unlösbare Aufgabe, ja ein von vornherein sinnloses Unterfangen. Dennoch tun Schriftsteller im Grunde nichts anderes. Logische Widersprüche zu ignorieren und gerade das in Worte fassen zu wollen, was sich in Worten nicht fassen lässt, das ist gewissermaßen ihr Kerngeschäft. Ich möchte in diesem Vortrag einigen Verbindungen von Literatur und Religion anhand meines letzten Romans »Die Kieferninsel« nachgehen. Es ist ein Roman, der diese beiden Felder recht eng zusammenführt, denn meine Hauptfigur, Gilbert Silvester, ist professionell mit religiösen oder doch zumindest quasi-religiösen Themen befasst. Er forscht über die Darstellung des Gottesbartes im modernen Medium des Films und ich erlaube mir, seine Überlegungen zu dieser Sachfrage und den dazugehörigen Problemstellungen in meine Ausführungen mit einzubeziehen. Am Gottesbart hängen große Debatten, wie der Bilderstreit oder der Universalienstreit oder die Frage nach dem Namen Gottes. Daher kann mein Beitrag nur eine Skizze sein, die manches unsystematisch anreißt, in ehrwürdigen theologischen Bereichen wildert und am Ende, ganz wie es das Thema erwarten lässt, zu keiner abschließenden Antwort kommt. Decknamen. Eine der auffälligsten Gemeinsamkeiten von Literatur und Religion ist das unablässige Bemühen darum, dem Namenlosen einen Namen zu geben, das Unaussprechliche entgegen aller Unmöglichkeit dennoch auszusprechen. In den meisten Kulturen ist der Name der Gottheit mit einem Tabu belegt. Dies zeigt sich in animistischen Kulten anhand der ausweichenden Bezeichnungen, mit denen die verehrten Tiergötter benannt werden, beispielsweise Honigfresser für den Braunbären in Osteuropa oder das große Insekt für den mythischen weißen Tiger des Westens im alten China. Solche Decknamen, ausgesprochen wie hinter vorgehaltener Hand, entstammen magischem Denken und Beschwörungsritualen, nämlich dem Glauben, allein durch Nennung des Namens ließe sich eine göttliche Macht herbeirufen. Und in einem solchen Kontext sollte tunlichst vermieden werden, den Namen der Macht versehentlich zu nennen und damit die Aufmerksamkeit, wenn nicht den Zorn dieser Macht, auf sich zu ziehen. Lord Voldemort im Jugendbuch Harry Potter ist eine gegenwärtige Version einer solchen Macht, dessen Name nicht genannt werden darf, und im wissenschaftlich-politischen Raum, in dem sich magische Rituale aller Aufklärung zum Trotz außerordentlich hartnäckig halten, wird mit Anredeformeln wie Herr Präsident oder Herr Doktor eine Distanz geschaffen, die die Mächtigen beschwichtigt, zumindest nicht reizt, die die Hierarchie klärt und Konfrontationen vermeidet. Tabu. In seiner Schrift »Das Tabu und die Ambivalenz der Gefühlsregungen« zitiert Sigmund Freud ausführlich aus der Enzyklopädie Britannica. Als die Quelle des Tabu wird eine eigentümliche Zauberkraft angesehen, die an Personen und Geistern haftet und von ihnen aus durch unbelebte Gegenstände hindurch übertragen werden kann. Personen oder Dinge, die tabu sind, können mit elektrisch geladenen Gegenständen verglichen werden. Sie sind der Sitz einer furchtbaren Kraft, welche sich durch Berührung mitteilt und mit unheilvollen Wirkungen entbunden wird, wenn der Organismus, der die Entladung hervorruft, zu schwach ist, ihr zu widerstehen. Anhand des hier skizzierten Machtgefälles zwischen dem Stärkeren und dem Schwächeren untersucht Freud im Folgenden die Berührungsangst, die er generiert sieht aus unterdrückten sexuellen Trieben einerseits und andererseits einem heimlichen Wunsch nach Teilhabe an der Kraft des Stärkeren, in der Konsequenz der Wunsch, an dessen Stelle zu treten und selber die Position des Herrschenden einzunehmen. Interessant ist daran in diesem Zusammenhang, dass als Berührung auch schon die bloße Gedankenberührung gilt. Man darf an die Macht
an die Mächtigen im Grunde nicht denken, denn schon damit tritt man ihnen zu nahe. Schon dies ist der Versuch einer Zuschreibung, ist die Anmaßung, den oder dasjenige vermeintlich zu kennen. Definition. Nun gilt Gott gemeinhin als dasjenige Wesen, über das man nichts Definitives weiß. Dennoch wimmelt die Geschichte von ambitionierten Versuchen, gerade dieses Nichtwissen in Worte zu fassen. Zu den prägnantesten dieser Versuche gehören mit Sicherheit die enigmatischen Thesen aus dem Buch der 24 Philosophen. Gott ist die unendliche Kugel, deren Mittelpunkt überall und deren Umfang nirgends ist. Gott ist das, dessen Können nicht gezählt, dessen Sein nicht eingeschlossen, dessen Gutsein nicht begrenzt wird. Gott ist Ewigkeit, die in sich tätig ist, ohne sich dabei aufzuteilen oder eine Eigenschaft zu gewinnen. Gott, das ist das unbewegt immer Bewegende. Gott ist das einzige Wesen, das seines Vorrangs wegen Wörter nicht bezeichnen und das auch Geistwesen der Unähnlichkeit wegen nicht erkennen. Gott ist die Finsternis in der Seele, die zurückbleibt nach allem Licht. Charakteristisch ist für diese Definitionen, dass sie die Regeln der aristotelischen Logik missachten, mithin für ein vernunftgeleitetes Denken unbefriedigend bleiben müssen und dass sie sich damit der poetischen Sprache nähern. Sie bedienen sich der mehrfachen Negation, des Widerspruchs und der Figur des Oxymorons. Ihnen wohnt eine sprachkritische Komponente inne, denn in ihnen wird deutlich, dass das Sprechen von Gott an sich eine Paradoxie ist, und deswegen vor allem des rhetorischen Stilmittels der Paradoxie bedarf. Dieses Sprachproblem bleibt jedoch unüberwindlich. Gott mag der Allwissende, der Allmächtige und der Allgütige sein. Wenn es sich tatsächlich so verhält, wer sind dann wir, die wir uns anmaßen, ihn so zu definieren? Wer sind wir, wenn wir meinen, über ihn sprechen zu können? Paradoxie. Jedes Gottesbild entsteht aus Zuschreibungen. Keins dieser Bilder ist allumfassend, jede Zuschreibung bleibt begrenzt, bruchstückhaft und subjektiv. Genau diese Art von Problemlage begegnet interessanterweise auch jedem, der ernsthaft mit Sprache umgeht, denn die Schwierigkeit, etwas über die Welt, die Wirklichkeit auszusagen, trifft sich in ihrer strukturellen Aporie mit dem Sprechen über Gott. Die sogenannte Wirklichkeit ist mit sprachlichen Mitteln nicht zu erfassen. Mit Sprache lassen sich Dinge, Zustände, Situationen beschreiben, aber doch immer nur teilweise, versuchsweise, annäherungsweise. Wort und Gegenstand stehen allenfalls in einem konventionellen Zusammenhang, aber die evokative, magische und schöpferische Kraft der Sprache lässt manchen Zweifel darüber aufkommen, in welcher Verfassung sich ein besprochener Gegenstand nach seiner Versprachlichung eigentlich befindet und ob es ihn vorher überhaupt gab. Diese schriftstellerische Grundsituation, das prekäre Verhältnis von Sprache und Welt, hat mich in meiner Arbeit nachhaltig beschäftigt und in meinem Roman Die Kieferninseln wird diese immerwährende Problematik eng geführt mit der Schwierigkeit, über Gott zu sprechen, sich von Gott ein Bild zu machen. Gott, Welt, Wirklichkeit werden in diesem Roman als äquivalente Problemfelder des sprachlichen Ausdrucks behandelt, als Herausforderungen für die Wahrnehmung, als all das, an dem der Schriftsteller verlässlich scheitert. Ich möchte dies im Folgenden anhand des Steinmotivs in meinen Büchern konkretisieren. Ein Stein lässt sich nicht sinnvoll beschreiben. Ein Naturstein ist eine amorphe Masse. Man kann seine Faltungen analysieren und seine Kristallstruktur, aber man kann einen einzelnen Stein nicht aufgrund einer Beschreibung wiedererkennen, ihn nicht in einer Gruppe ähnlicher Steine identifizieren, weil es für die feinen Unterschiede in der Formung kein Vokabular gibt und vor allem auch keinen Blick. Man kann einen Stein nicht in Worte fassen. Man kann allenfalls Geschichten über ihn erzählen.
Allmachtsparadoxon. Kann ein allmächtiges Wesen einen so schweren Stein erschaffen, dass es ihn selbst nicht zu heben vermag? So lautet das Allmachtsparadoxon, mit dem sich Gilbert Silvester, Kulturwissenschaftler, gekränkter Ehemann und derzeit Pilger in den wilden Norden Japans, beschäftigt. Er ist mit einem jungen Studenten, den er vom Suizid abzuhalten sucht, unterwegs zu den Kieferninseln von Matsushima, und der Student Yosa, von Gilbert daran gehindert, auf ihrer Route an einem todbringenden Giftstein Station zu machen, ist so beleidigt, dass er sich in einen giftsprühenden, gleichwohl unverrückbaren Stein zu verwandeln scheint. Diese Trotzreaktion gibt Gilbert Anlass, über das Allmachtsparadoxon nachzudenken. Jetzt zitiere ich ein Stück aus meinem Roman. Kann ein allmächtiges Wesen einen so schweren Stein erschaffen, dass es ihn selbst nicht hochheben kann? Das philosophische Allmachtsparadoxon stellt die Frage nach der Allmacht Gottes. Wie ist sie zu verstehen? Was impliziert sie? Was vermag sie? Bei der Diskussion dieser Frage führte die gemäßigte Fraktion den Begriff der relativen Allmacht ein. Ein Widerspruch in sich, der sinngemäß einräumt, Gott könne den superschweren Stein zwar erschaffen, müsse dann aber gewichtheberisch vor diesem kapitulieren. So oder so, gelingt es ihm, ihn zu heben, ist der Stein gleichsam hohl und zeugt von seiner schöpferischen Unfähigkeit. Gelingt es ihm nicht, erweist er sich als sportliche Niete. Soweit ohne Zweifel erfahrungsnah und publikumswirksam gedacht. Beim Allmachtsparadoxon geht es aber im Kern nicht um das Gewicht des Steins, sondern um das Gewicht Gottes. Gilbert war insgeheim ein Anhänger des Konzepts der absoluten Allmacht. Selbstverständlich konnte ein allmächtiges Wesen jedwede Art von Stein erschaffen. Es konnte Steine hochheben und zugleich nicht hochheben. Und wer das Argument brachte, dass ein Stein, den das allmächtige Wesen nicht stemmen könne, den leibhaftigen Gegenbeweis dieser Allmacht liefere, hatte nicht begriffen, dass es sich darum einfach nicht handelte, hochheben oder nicht, denn die absolute Allmacht setzte die Regeln der Logik, die hier das Problem waren, ohne jedes Problem außer Kraft. Es ging vielmehr darum, und das hatte Gilbert schon als Student im Alter von Yosa verstanden, sich das Allmachtsparadoxon wie ein Stück Poesie zu Gemüte zu führen, es sich vorzusagen, ohne dabei im geringsten logisch zu denken, es auf sich wirken zu lassen und es in seiner markanten, irrationalen Schönheit einfach zu akzeptieren. Autor: Die vermeintliche Steinhaftigkeit des Studenten Yosa und die Rolle des Allmächtigen, die Gilbert ihm gegenüber einzunehmen trachtet, illustriert an dieser Stelle das Verhältnis der beiden Protagonisten und verweist auf die Frage, ob es Gilbert gelingen wird, den jungen Mann vor dem Selbstmord zu bewahren, ob er also den Stein stemmen kann oder ob dieser, einmal ins Rollen gebracht, nicht mehr zu stoppen sein wird. Im Kontext des Romans lässt sich das Allmachtsparadoxon auch als Künstlermetapher auffassen. Wie erschafft ein Schriftsteller seine Figuren? Lassen sie sich kontrollieren, beherrschen? Handelt es sich um Projektionen, um verdrängte oder besonders prominente Züge seiner selbst? Entwickeln sie ein Eigenleben? Und was dann? Der Autor, von lateinisch Auctor und deutsch wörtlich Schöpfer, Förderer, Veranlasser, wurde immer wieder in die Nähe Gottes gerückt, besonders nachdrücklich zur Zeit des Barocks. Es ist ohnedem eine von der Romanmacher besten Künsten, alles in Verwirrung fallen zu lassen und dann unverhofft herauszuwickeln. Und niemand ahmet unseren Herrn besser nach als ein Erfinder von einem schönen Roman. So schreibt Gottfried Wilhelm Leibniz an den Herzog Anton Ulrich von Braunschweig am 26. April 1713, ein würdigender Kommentar zu dessen Monumentalroman Die römische Octavia.
Umgekehrt gibt es im Christentum die Vorstellung, Gott sei nicht nur Schöpfer der Welt, sondern auch und insbesondere Autor der Bibel. Nicht direkt im Sinne einer persönlichen Niederschrift, doch gleichwohl als Quelle der Inspiration, sodass die Bibel, folgt man dieser Idee, ein direktes Diktat des göttlichen Wortes unter Zuhilfenahme einiger Schreiber ist. Kann der Autor, der Schriftsteller, der Dichter womöglich deswegen besser als andere über Gott sprechen, weil er ihm wenigstens in diesem einen Punkt der Sprachgewalt ähnelt? Gott. Gott ist tot, schrieb Friedrich Nietzsche 1882 in der Fröhlichen Wissenschaft, und mit erstaunlicher Konsequenz verkündete sein Schüler Roland Barthes 1968 den Tod des Autors und etablierte damit ein wichtiges Schlagwort für die Literaturtheorie der Postmoderne. Selbstredend handelt es sich dabei um einen uferlosen Diskurs, den wir hier nicht ansatzweise nachvollziehen können. Im Kern aber geht es darum, den Autor nicht länger als entscheidende Sinninstanz eines Textes aufzufassen, ebenso wie Gott in der säkularisierten Moderne nicht mehr als letzte Autorität, nicht mehr als Sinnstifter aufgefasst wird, als personalisierte Spitze einer Hierarchiepyramide, die in ihrer Spitzenposition den kompletten Überblick hat. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Autor, der hier für tot erklärt wird, habe ich mich immer gefragt. Und was ist das für eine Denkbewegung, eine vollständige Ungreifbarkeit, zunächst Gott zu nennen, sie als Person zu imaginieren, dieser Person die höchste Macht und Kontrolle zuzuschreiben und diese selbst etablierte Übermacht dann in Zweifel zu ziehen. Man imaginiert Gott als väterliche Autorität, stattet sie mit einem wallenden Gewand und einem langen Bart aus, lehnt sich dann dagegen auf. So könnte man in Kurzform den Weg in die Moderne beschreiben. Gottes Bart. In meinem Roman lässt Gilbert Silvester diese höchste Autorität seiner Frau Mathilda zukommen. Mathilda, die in dem Roman über die weitesten Strecken gar nicht in Erscheinung tritt, an die sich nur erinnert, deren Präsenz nur heraufbeschworen wird, übernimmt die Rolle einer Instanz, auf die Gilbert Silvester will projiziert, die er sucht und flieht, von der er übermäßig abhängt und die er umso mehr verdächtigt, ihn zu verraten. Was hingegen Gott betrifft, zu Gott steht Gilbert in einem professionellen, ja kollegialen Verhältnis, da sein kulturwissenschaftlicher Forschungsschwerpunkt Bartmode und Gottesbild lautet. Der Gottesbart, im engeren Sinne die Barttracht des christlichen Gottvaters, wird in der Bart-Ikonografie als Weisheitsbart klassifiziert und hat seinen bildlichen Ursprung vermutlich in der Personifikation eines Wettergottes. Das weiße, lange Barthaar Gottvaters enthält also noch die Vorstellung von wehenden Wolken und rekurriert damit selbst in der stereotypen Figur des alten Mannes auf den unsichtbaren Gott, der sich hinter Wolken verbirgt, der als glühende Wolkensäule erscheint, der reiner Geist ist, ein Nebel über den Wassern. Bildnis. Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt es im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 4. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Da man, sobald man etwas sprachlich zu erfassen sucht, gar nicht umhin kann, sich in Gedanken ein Bild zu machen, hat mich das Bild der Wolke immer überzeugt, wenn es darum ging, sich dem Diffusen, dem Unwägbaren, dem Ungreifbaren, dem schlechthin Unsichtbaren poetisch anzunähern. Wolkenbeschreibungen sind unmögliche Projekte. Eine Wolke lässt sich mit Worten nicht erfassen. Und selbst wenn man wähnt, es sei gelungen, hat sich die Wolke schon wieder verändert. Sie ist nicht stabil genug, um restlos verdinglich zu werden.
sie ist nicht substanziell genug, um klar in Erscheinung zu treten. Wolken, Figuren des Unaussprechlichen, Steine des Himmels. Kontemplation. Dichtung verfügt über unterschiedliche Mittel, dem Geistigen eine Form zu geben, Ahnungen, Atmosphären, Gedanken zu artikulieren, dasjenige in Erscheinung treten zu lassen, was mit den fünf Sinnen nicht wahrnehmbar ist. In meiner Auffassung haben Religion und Literatur daher ein ähnliches Sprachproblem und ein vergleichbares Erkenntnisinteresse. Es soll etwas formuliert werden, was sich nicht formulieren lässt, und das in dieser Formulierung entstandene Objekt besticht im Folgenden so sehr durch seine Präsenz, dass es Informationen über sich zu generieren scheint, Eigenschaften aufweist, kurzum, von nichts zu etwas geworden ist. In der abendländischen Kunst spricht man vom Eigenleben, das eine literarische Figur entwickelt. Man spricht davon, dass es dem Autor gelungen ist, ihr Atem einzuhauchen. Und tatsächlich gehört es zu den beglückendsten Erfahrungen eines Schriftstellers, wenn es ihm gelungen ist, der Leere etwas abzugewinnen, aus dem Nichts heraus etwas in die Welt zu setzen, eine Figur erfunden zu haben, die tatsächlich ihren Weg zu den Lesern findet und damit eine eigene Realität gewinnt. Mich interessiert in diesem Zusammenhang seit einer Weile die klassische japanische Ästhetik, deren Aufmerksamkeit sich dezidiert auf das Ungegenständliche richtet. Ein künstlerischer Gegenstand ist nur dann bedeutsam, wenn er dem Formlosen eine Form gibt, wenn sich in dem, was artikuliert wird, eine grundlegende Stille überträgt, wenn deutlich wird, dass sich Fülle und Leere, Gegenständlichkeit und Ungegenständlichkeit gegenseitig bedingen. In dieser Tradition gilt die Dichtung als eigener Kontemplationsweg. Dichtung ist, könnte man sagen, Arbeit an Gott. Pilgerfahrt. In den Kieferninseln sind meine beiden Protagonisten auf einer dichterischen Pilgerfahrt. Sie befinden sich auf einer äußeren Reise durch Japan. Sie befinden sich zugleich auf einer inneren Reise und sie schreiben darüber Gedichte. Zwei Kulturen, zwei spirituelle Traditionen treffen hier aufeinander und so ist jeder Gegenstand auf dieser Tour ein Stellvertreter unterschiedlicher Ungegenständlichkeiten, eine Figurierung von Unaussprechlichem, aber quasi mit vierfachem Schriftsinn. Der bereits erwähnte Stein, an dem die beiden Männer vorbeifahren und der Gilbert Anlass gibt, das Allmachtsparadoxon aufzurufen, ist in Japan eine touristische Sehenswürdigkeit mit mythologischem Hintergrund. Der Giftstein oder Todesstein, Sesshoseki, gilt als Versteinerung der Fuchsgöttin, einer dämonischen Gestalt in Form eines mehrschwänzigen Fuchses, die menschliche Züge annehmen kann und meist in der Rolle einer schönen Frau auftritt, um junge Männer zu verführen. Der Student Yosa Tamagotchi betrachtet sich auch als Opfer einer solchen füchsischen Annäherung und dies ist Gilberts Argument, auf der gemeinsamen Reise, um diesen speziellen Stein einen großen Bogen zu machen. Auch den Sesshoseki schreibt Gilbert an seine Frau Mathilda, auch den Sesshoseki, einen Stein vulkanischen Ursprungs, den Basho besuchte, lassen wir aus. Von ihm steigen giftige Dämpfe auf, die alles Leben in seiner Umgebung vernichten. Er ist stets von einer dicken Schicht toter Insekten bedeckt. Vögel fallen betäubt vom Himmel herab, Säugetiere meiden seine Nähe, Pflanzen verkümmern, sodass der Stein in wüstenhafter Einöde inmitten von Geröll seine Alleinherrschaft behauptet. Ein trüber Ort, immer von drückendem Nebel durchwallt, ein verlorener Ort, an dem niemand etwas zu suchen hat. Nur die Touristen rücken in Scharen an. Dass die mörderischen Dünste auf Yosa anziehend wirken, ist nachvollziehbar. Ich selbst hätte in diesem Alter und in verzweifelter Verfassung für ein solches Phänomen ebenfalls Interesse aufgebracht.
hätte die zuhauf verendeten Bienen, Schmetterlinge und Fliegen mit dem Fuß beiseite geschoben und sicher versucht, die Dämpfe zu inhalieren. Was mich trotzdem bewogen hat, um den Stein auf jeden Fall einen Bogen zu machen, ist eine Annotation in Barshows Bericht. Der Stein wurde lange Zeit für die Erscheinungsform der neunschwänzigen Füchsin gehalten, einer mächtigen Dämonin, die sich am Ende ihrer Karriere, nachdem sie als seine Geliebte den Kaiser ruiniert hatte, in diesen giftigen Brocken verwandelte. Auch wenn dieser Stein mittlerweile als exorziert und der Fuchsgeist als erlöst gilt, hat sich die Emanation an Dämpfen keineswegs vermindert. Ich halte es für besser, Personen wie Josa, die mit dem Fuchshaften, ob es nun real existiert oder nicht, offenbar in einem Ambivalenzkonflikt stehen, von diesem problembeladenen Ort fernzuhalten. Zen-Garten. Im japanischen Shintoismus gelten Steine als Sitze von Gottheiten und die kontemplative Betrachtung von Steinen bildet eine Grundlage der japanischen Gartenkunst. Namentlich im Zen-Garten, der in seiner strengsten Ausführung nur aus Kies und einigen ausgewählten größeren Steinen besteht, hat der Gartenbesucher keine andere Aufgabe als die, von einer Veranda aus die Steine zu betrachten, die sich aus dem Kiesbett erheben wie Inseln aus einer nebligen See, im Geiste allenfalls noch um sie herumzuwandeln, sie als Berge zu imaginieren, die es aus der Ferne zu bewundern oder aus der Nähe zu besteigen gilt, oder im besten Fall diese Steine als Emanation der eigenen Geisteskräfte wahrzunehmen, das heißt, keinen Unterschied mehr zu bemerken zwischen sich und dem Stein. Die Beobachtung der eigenen Gedanken, die allmähliche Auflösung des Ichs, die Konfrontation mit der inneren Leere und die daraus folgende Selbst- und Welterkenntnis werden in der Zen-Meditation von den Steinen im Garten unterstützt. Ein Stein ist dazu ein vorzüglich geeigneter Gegenstand, weil er zwar eine Form besitzt, diese Form aber einzigartig und daher zugleich, wie bei Wolken, nicht zu beschreiben ist. Er lässt die Erfahrung zu, dass das ungenau, eigentlich lieblos Betrachtete den Anschein der Immergleichheit, Wiederholbarkeit, Austauschbarkeit erweckt. Flüchtiges Sehen ist reines Vorurteil. Es generalisiert und erzeugt das pauschale Stereotype, während das genaue, konzentrierte Betrachten eine andere Raumwahrnehmung ermöglicht und sich der so kontemplierte Gegenstand dem Ungegenständlichen annähert. Im Zen, kurz auf eine Formel gebracht, öffnet genaues Betrachten der Natur den Geist für Gott. Itinerarium. Meine Protagonisten sind in Japan auf einer Reise zu den Kieferninseln. Die genaue Betrachtung der Kiefer, so ist die These, bringt nicht nur das Wesen der Kiefer näher, sondern führt auch den Einzelnen zu sich selbst. Die Reise ist daher als Pilgerfahrt deklariert und neben zwei japanischen Büchern, die je in der Funktion eines Reiseführers die äußere Handlung vorantreiben, kommt auch ein christlicher Reiseführer, Bonaventura Schrift, Itinerarium Mentis in Deum, Reiseführer der Seele zu Gott, ins Spiel. Liebe Mathilda, so schreibt Gilbert an seine Frau, liebe Mathilda, ein Itinerarium ist ein Reiseführer, der die gebräuchlichsten Wege und Straßen aufzeigt, Angaben zu Unterkünften, Kosten und Verkehrsmitteln macht und auch Erfahrungen derjenigen Personen präsentiert, die die jeweilige Strecke schon einmal bewältigt haben. Die Reisebeschreibung Barshows trägt den Titel Oku no Hosomichi. Oku wird dabei gewöhnlich als Hinterland, abgelegenes Gebiet, tiefer Norden und so weiter übersetzt. Aber neben der geografischen Bedeutung der Provinz oder des Landesinneren kann Oku auch als das menschliche Innere gelesen werden und meint dann weniger den Körper mit seinen Innereien, als vielmehr die innere Landschaft
des menschlichen Bewusstseins. Und so lässt sich Basho's Reise auch als mentale Exkursion, als Abenteuer des Geistes lesen. Die Reise durch einen geistigen Raum hat im Okzident beispielhaft der heilige Bonaventura angetreten. In seinem Itinerarium Mentis in Deum beschreibt er den Stufenweg der Seele zu Gott, wobei anzumerken ist, dass es sich weniger um einen Reisebericht als um eine diffizile Anleitung zur Kontemplation handelt. Wie im Zen-Buddhismus eine regelgeleitete, didaktisch motivierte Meditationspraxis geübt wird, die das Ziel hat, nicht nur Ausgeglichenheit und Wohlverhalten zu fördern, sondern den Adepten tatsächlich zur Erleuchtung zu führen, gipfelt auch die Methode Bonaventuras in der mystischen Vereinigung und es ist vermutlich der vollständigen spirituellen Entmündigung und Entmutigung christlicher Laien durch eine pyramidal strukturierte Kirche zuzuschreiben, dass einen solchen systematischen Weg mit garantierter Gottesschau in unserem Kulturkreis niemand geht. Bei uns ist die Reise nach innen verpönt, was ich darauf zurückführe, dass dieses Innere nicht nur als Bereich des Göttlichen und damit als Zumutung aufgefasst wird, sondern eben auch schwer zu lokalisieren ist. Wenn Basho eine Kiefer betrachtet, was ist daran innen, mag man zu Recht fragen. Und auch ich frage mich, wie man die Schriften Bashos, die sich so explizit mit der Natur, den Sehenswürdigkeiten und den Beschwerlichkeiten auf einer konkreten Wegstrecke, also mit der Außenwelt schlechthin befassen, überhaupt als Literatur der Innerlichkeit lesen kann. Wenn die Außenwelt automatisch mit dem Raum des Bewusstseins gleichgesetzt wird, ist die Unterscheidung von innen und außen müßig. Aber genau dies, vermute ich, ist Basho's Ansatz und genau dies macht ihn so berühmt. Bonaventura findet Gott in den Dingen und durch die Dinge, Basho hingegen findet die Dinge in und durch Gott. Und wir, die wir den Innenraum nicht einmal kennen, können nicht wissen, ob in den entgegengesetzten Herangehensweisen letztendlich ein Unterschied liegt oder nicht. Soweit das Zitat. Steine. Das Interessante an diesem inneren Reiseführer ist im japanischen Kontext, dass sich auch hier zuerst und vor allem die Betrachtung von Steinen empfiehlt. Im Stufenweg der Seele zu Gott beginnt man mit Stufe 1, die Schau Gottes durch seine Spuren, und Stufe 2, die Schau Gottes in seinen Spuren. Es folgen noch weitere Stufen, Gott durch sein Bild, Gott in seinem Bild, Gott in seiner Einheit, Gott in seiner Dreifaltigkeit und dann die Entrückung. Die ersten beiden Stufen, auf die es mir hier ankommt, befassen sich mit der sinnlich wahrnehmbaren Welt. Diese wiederum gestaffelt in Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen. Wer also vom einfachsten ausgehen möchte und seinen Betrachtungsweg mit einer Basisübung im Bereich der Dinge beginnt, tut gut daran, sich entschlossen dem Stein zuzuwenden. Kapitel 1, 11, die Macht Gottes. Zunächst der Blick des Betrachters, der die Dinge anschaut, wie sie in sich selbst sind. Er findet in ihnen Gewicht, Zahl und Maß. Gewicht haben die Dinge in Bezug auf den Ort, zu dem sie streben. Zahl, wodurch sie unterschieden, und Maß, wodurch sie begrenzt werden. So erkennt der Betrachter in ihnen Seinsweise, Schönheit und Ordnung, insbesondere auch Substanz, Kraft und Tätigkeit. Wie bei einer Spur kann aus diesem das Verständnis für die unermessliche Macht, Weisheit und Güte des Schöpfers aufsteigen. So Bonaventura. Und dazu gibt es eine Anmerkung des Übersetzers Dieter Hattrup. In jedem Stein lässt sich die trinitarische Spur des Schöpfers erkennen. Das Gewicht verweist auf seine Macht, die Zahl der Steine auf seine Weisheit, das Maß auf seine Güte, die eins neben dem anderen bestehen lässt. Der Stein aus dem Allmachtsparadoxon, der Todesstein Sesho Seki,
Der Stein als Prototyp des Dinges bei Bonaventura. Der Stein im japanischen Zen-Garten. Was auch immer jeweils darin erkannt wird, den Spuren folgend, erweist sich auch der Begriff Stein als Deckname Gottes. Spuren. Wenn sich auch die abendländische Mystik stets dem Formlosen, dem Unaussprechlichen und Unsichtbaren zugewandt hat und sogar einen allgemein verbindlichen Stufenweg etablierte, gibt es in der europäischen Kunsttheorie keine entsprechende ästhetische Kategorisierung und erst recht keine diesbezügliche Systematisierung. Im deutschen Idealismus ist die Rede vom Schönen und vom Erhabenen. Hegel spricht vom Schein, Adorno von der Negativität, der Poststrukturalismus erhebt neben dem Kunstwort Differenz den Terminus Spur, etwa bei Derrida oder Levinas, zum Leitmotiv der Theoriebildung, insofern sich hierin der Hiatus von Sprache und Welt, Zeichen und Bezeichnetem in einem Wort zusammenfassen lässt. In seiner Schrift Das Reich der Zeichen gibt Roland Barthes seiner Begeisterung für Japan Ausdruck, weil er der japanischen Sprache nicht mächtig den Eindruck gewann, dass in diesem Land das Zeichen wichtiger war als das Bezeichnete, die Bedeutung mithin vage wurde und zerfloss. Das japanische Zeichen ist leer, sein Signifikat flieht. Es gibt keinen Gott, keine Wahrheit, keine Moral, die diesen Signifikanten zugrunde liegt, die ohne ihr Gegenstück herrschen, heißt es im Klappentext der deutschen Ausgabe. Mich persönlich fasziniert an der japanischen Ästhetik, dass eine ganze Reihe von Fachtermini vorliegen für das, was bei Barthes in der lapidaren Behauptung mündet, es gibt keinen Gott. Kein Gott als moralische Instanz, kein Gott als Sinnstifter, kein Gottesbild unter keinen Umständen von einem altgewordenen Vater mit Weisheitsbart. Aber was gibt es stattdessen? Die Erscheinungen stehen nicht in Spannung zu einem wie auch immer gearteten Gott, sie stehen im Verhältnis zur Leere, zum Nichts, zum Formlosen. Aber dieses Formlose findet eine Form im künstlerischen Ausdruck. Die Sprachfiguren werden gemessen am Grad, in dem sich in oder mit ihnen Unaussprechliches finden oder erspüren lässt. Und für diese Spuren existieren ästhetische Begriffe, existiert ein jahrhundertealtes System der ästhetischen Empfindsamkeit. Stufen. Im japanischen No-Theater, einer Theaterform, die ihren Ursprung im rituellen Tanz der shintoistischen Zeremonien hat, bilden Kunst, Natur und Spiritualität wie in allen klassischen japanischen Künsten eine Einheit. Die Ausübung einer Kunst wird auf der einen Seite als Handwerk betrachtet, das möglichst mit Perfektion beherrscht werden sollte. Auf der anderen Seite gilt die Ausübung einer Kunst als Weg, und damit ist gemeint der Weg zur Erleuchtung. Wie bei Bonaventura ist dies ein Weg, der systematisch beschritten werden kann. Es gibt Stufen der geistigen Entwicklung, die innerlich erlebt, von außen erkannt und vom Meister benannt werden können. Allein ein solcher Konsens in der Erfassung von Subtilitäten macht mich staunen. Um 1420 verfasste Motokiyo Tsiami, der, wie es heißt, größte No-Spieler aller Zeiten, die kurze Schrift Die neun Stufen, versehen mit einem Anhang zur praktischen Umsetzung. Die Stufen beschreiben jeweils einen Stil des künstlerischen Ausdrucks, und je höher der Adept auf diesem Stufenweg gelangt, desto weiter ist seine geistige Entwicklung fortgeschritten und desto besser gelingt es ihm, diese geistige Kraft in seinem Spiel auszudrücken und spürbar zu machen. Darauf beruht für die Zuschauer die ästhetische Erfahrung. Die unteren drei Stufen heißen: erstens der grob schwerfällige Stil, zweitens der kraftvoll grobe Stil, drittens der kraftvoll sorgfältige Stil.
die mittleren drei Stufen sind, viertens der Stil der unbefangenen Schönheit, fünftens der Stil umfassender Sorgfalt, sechstens der Stil der wahren, wesensgemäßen Blüte. Während es in den unteren Stufen eher um die technische Verfeinerung der Bewegungen gilt, deren perfekte Beherrschung eigentlich nur die Grundbedingung für die weitere Ausbildung ist, wird in den mittleren Stufen entschieden, ob der Schüler überhaupt nennenswerte metaphysische Tiefe erreicht oder nicht. Auf der Mitte der Stufenleiter bei Position 5 wird der Stil umfassender Sorgfalt so kommentiert. Die Verfassung, in der man eine erschöpfende Aufstellung dessen gibt, worauf die Wolken über den Bergen, der Mond über dem Meer, die blauen Berge, die sich, soweit das Auge reicht, übereinander türmen und der umfassende Anblick des ganzen Universums hinweisen. Diese Verfassung entspricht genau dem Schulungsweg des Stils umfassender Sorgfalt. Genau hier liegt der Scheidepunkt für die Weiterentwicklung zu der nächsthöheren Stufe oder für den Abstieg zu den niedrigeren. Ich zeige hier bei diesem Bild mal einen Spieler des Snow-Theaters, einen Darsteller eines Kieferngeistes aus dem Stück Takasago. Und weil diese Veranstaltung hier auf Video aufgenommen wird und diese Bilder aus Gründen der Rechte nicht auf dem Video sind, habe ich hier noch einen Teil eines Kostüms eines solchen Kieferngeistes mitgebracht. Das kann ich hier einmal kurz demonstrieren. Das ist eigentlich ein Gürtel, der dann über das Hauptgewand, das Sie dort sehen, gezogen wird. Ich lege das jetzt einmal hier provisorisch an, damit dann auf dem Video auch etwas zu sehen ist. Also dieser Kieferngeist in dieser Kostümierung ist, wie deutlich wird, im Grunde ein, es ist ein relativ priesterliches Kostüm, da dieses Theater, diese Theaterform, diese Wurzeln aus dem rituellen Shinto hat. Blüten. Die verschiedenen Stile werden in dieser Abhandlung weniger diskursiv erklärt, sondern vielmehr mit einer poetischen Unterzeile versehen, deren Auslegung wiederum einer Gedichtanalyse näher kommt als einer Anleitung für praktisches Handeln. Für die oberen drei Stufen lauten die poetischen Erklärungen so. Siebtens, der Stil der ruhig ausgewogenen Blüte in eine silberne Schale Schneehäufen. Achtens, der Stil der Blüte der innersten Tiefe. Der Schnee bedeckt tausend Berge. Wie kommt es, dass nur ein einziger Gipfel nicht weiß ist? Neuntens, der Stil der Blüte von geheimnisvoller Einzigartigkeit. Um Mitternacht strahlt in Shinra hell die Sonne. Die Auslegungen dieser Sprüche sind tendenziell tautologisch. Über die oberste Blüte schreibt Siami, die geheimnisvolle Einzigartigkeit entzieht sich jeglicher Beschreibung mit Worten und ist durch Denkprozesse nicht zu erfassen. Heller Sonnenschein um Mitternacht, wie sollte das in dem Bereich liegen, der mit Worten noch beschreibbar ist? Wie sollte es? Für die Kunst tiefer Empfindung, die ein virtuoser Spieler des No-Weges darbietet, reichen keine Worte des Lobes aus. Sie reißt unmittelbar zu selbstvergessener Bewunderung hin. Diese ästhetische Wirkung des den Anblick transzendierenden Anblicks, die dem ranglosen Rang eigen ist, ist selbst die Blüte von geheimnisvoller Einzigartigkeit. Letztendlich lassen sich die gewünschten Geisteszustände nur mit poetischer Sprache kommentieren, mit einer Sprache, die von starken Bildern und paradoxen Fügungen lebt, da das, was ausgedrückt werden soll, nicht ausgedrückt werden kann. Kiefern.
meinem Roman ist ein Motto von Matsuo Basho vorangestellt, das eine ähnliche tautologische Qualität aufweist wie die Schriften Searmis. Willst du etwas über Kiefern wissen, geh zu den Kiefern. In diesem Motto ist Barschos komplette Poetik enthalten, eine Poetik der Naturnähe, der Betrachtungskunst, der Direktheit und dynamischen Spontanität, aber auch der zärtlichen Zugewandtheit und der subtilen Einfühlung. In seinem weiteren Zusammenhang lautet das Zitat folgendermaßen: Geh zur Kiefer, wenn du etwas über Kiefern lernen willst, oder zum Bambus, wenn du etwas über Bambus lernen willst. Und wenn du das tust, musst du von der Beschäftigung mit dir selbst ablassen. Sonst drängst du dich dem Gegenstand auf und lernst nichts. Dein Gedicht entsteht von selbst, wenn du und der Gegenstand eins werden, wenn du tief genug in ihn eingetaucht bist, um darin etwas wie ein verborgenes Schimmern zu sehen. Wie gut dein Gedicht immer formuliert sein mag, wenn dein Gefühl nicht natürlich ist, wenn der Gegenstand und du selbst getrennt bleiben, dann ist dein Gedicht keine wahre Dichtung, sondern nur deine subjektive Fälschung. Gilbert Silvester hat in Japan den Vorsatz gefasst, wie der Dichter Basho zu den Kieferninseln zu reisen. Und diese Reise wird für ihn tatsächlich eine der Kiefernstudien und eine Schule des Sehens. Permanent wird er mit Kiefern in verschiedenen Erscheinungsformen konfrontiert, mit Rotkiefern und Schwarzkiefern, mit stark durchgestalteten Kiefern am Kaiserpalast, mit historischen Kiefernmonumenten und nahezu einbetonierten, recht armselig wirkenden Kiefern, bis er am Ende tatsächlich die Kieferninseln erreicht. Sein Name stimmt nicht nur mit dem des Papstes Silvester, sondern auch mit dem Namen der in Nordeuropa weit verbreiteten Kiefernart Pinus silvestris, der Waldkiefer, überein. Ob er am Ende seiner Pilgerfahrt, wie Barsche es fordert, tief genug in den Gegenstand eingetaucht ist, um das verborgene Schimmern zu sehen, ist eine Frage, die im Roman nicht eindeutig beantwortet wird. Das innere Ziel einer Pilgerfahrt lässt sich naturgemäß nicht klar umreißen und nicht treffend darlegen. Beim äußeren Ziel immerhin, an den Inseln, ist Gilbert angekommen. Inseln. Japan ist bekanntlich ein Inselreich und Inseln haben in dieser Kultur eine besondere Bedeutung. Nach chinesischem Vorbild pflegt man die Vorstellung einer Insel der Seligen, eine Art Jenseitslandschaft, in der die Unsterblichen leben. In der Gartengestaltung sind Inseln in Kranich- und Schildkrötenform Symbole der Langlebigkeit und in den Trockenlandschaftsgärten der Zen-Tempel können die Steinsetzungen im Kies durchaus als Inseln im Meer interpretiert werden. Auch bei den Kieferninseln, Reiseziel bedeutender Wanderdichter, schwingt der Aspekt des ewigen, überzeitlichen oder zeitlosen mit. Der Raum wird durchquert, verschiedene Orte werden abgeklappert, um schließlich an einen inneren Ort, eine zeitenthobene Insel, zu gelangen. Solche Orte sind es, die den Schauplatz eines No-Stückes bilden. Es sind Orte, die tatsächlich auf der Landkarte Japans verzeichnet sind, und es sind Orte, an die man ausschließlich mit Hilfe eines Itinerario Mentis gelangt. Im gleichnamigen No-Stück kommt ein Priester nach Takasago. Er betrachtet dort schöne Kiefernbäume, als ein älteres Paar erscheint und beginnt, die Nadeln unter den Kiefern aufzufegen. Der Mann zitiert dabei ein altes Gedicht, das von zwei verheirateten Kiefern handelt. Die eine steht in Takasago, die andere weit entfernt in Sumio. Doch die beiden sind einander auf ewig verbunden. Diese Verbundenheit, heißt es weiter, findet ihren Ausdruck in jenem Gedicht, denn die Dichtung ist die Kunst, die auf räumliche Nähe nicht angewiesen ist. Im weiteren Verlauf des Stücks entpuppt sich der alte Mann als der Kieferngeist von Takasago, die alte Frau
als der Kieferngeist von Sumino. Im Traumzustand des Priesters, im irrealen Raum der Dichtung, in einem geistigen Raum sind die beiden zusammen, auch wenn man dies dem realen Ort Takasago nicht auf den ersten Blick ansehen kann. In Takasago gibt es heute einen Shinto-Schrein, neben dem ein Kiefernpaar gehegt wird. Ob von diesen Kiefern eine besondere Aura ausgeht, weiß ich nicht zu sagen. Auf der No-Bühne jedoch ist der Kieferngeist, wenn die Aufführung gelingt, von ungeheurer Präsenz und er führt den Zuschauer auf eine zeitenthobene Insel in einen inneren Raum, ins Gestaltlose, Unaussprechliche. Gestalten. Ursprünglich ist religiöse Kunst ein ausgesprochen ambivalenter Begriff, schreibt Ryosuke Ohashi in seiner philosophischen Abhandlung Das Schöne in Japan, da Religion und Kunst nicht nur verschiedene Ausrichtungen haben, sondern einander sogar entgegengesetzt sind. Formal gesprochen geht es in der Religion zunächst um das Heilige, in der Kunst dagegen um das Ästhetische. Die Welt des Heiligen ist über die sichtbare Gestalt erhaben, somit liegt ihr Wesen in der Gestaltlosigkeit. Die Kunst hingegen ist eine Tätigkeit, die sich in der sichtbaren Gestalt ausdrückt. Sie findet umgekehrt ihr Wesen in der Gestalthaftigkeit. Allerdings, die Wirklichkeit ist unaussprechlich. In dieser Einsicht trifft sich die Literatur mit der Religion. Über das Unnennbare dennoch zu sprechen, ist beiden Disziplinen ein hartnäckiges Anliegen, und wo das religiöse Sprechen zu gelingen scheint, wehrt es sich in seiner Ausdruckskraft, seinen Verfahren und seinem Erkenntnisinteresse der Dichtung. Dichtung wiederum kann ein Gefühl für die Unnennbarkeit aller Dinge ebenso vertiefen wie die Achtung vor dem Wunder der Benennung. Wie leer ist der leere Raum wirklich? Was geschieht mit ihm, wenn man über ihn spricht? Und worauf gründet inmitten des Unnennbaren eigentlich die Sprache? Ryosuke Ohashi formuliert es so. Zunächst scheint der Ausdruck Gestaltung der Gestaltlosigkeit ein Widerspruch zu sein. Gemeint ist damit, dass die Gestaltung darauf abzielt, das Gestaltlose als Freiheit in eine Gestalt zu bringen. Das Unaussprechliche, könnte man sagen, nimmt Gestalt an, zum Beispiel als Stein. Ein Stein ist kein Kunstwerk. Er kann aber umgehend zu einem Kunstwerk werden, sobald man ihn auf ein Podest setzt. Ein Stein, der wie zufällig aus einer Kiesfläche ragt, fordert zu seiner Betrachtung auf. Er wird bedeutend. Er wird zum Bild seiner selbst, zur Figur. Auch die Kieferninseln von Matsushima sind letztendlich nichts weiter als Steine. Steine, auf denen zufällig Kiefern wachsen, so wie auf anderen Steinen Moos wächst. Steine inmitten der Leere, Steine durchdrungen von Leere, Steine, deren Betrachtung den Geist befreien kann. Darauf beruht ihre Macht, ihre heimliche Erhabenheit, ihre Autorität. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.